Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Bei den letzten 27 Schritten zu Hades. Helios ist besiegt, aber die Invasion ist nicht aufgehalten. Ganz im Gegenteil, es sieht für uns ziemlich mies aus. Hades ist am Turm angekommen und hat angefangen, sein Signal zu senden. Sie sind am Leben. Oh. Aloy! Es ist Aloy! Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein, der Berg fiel auf mich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hier bleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Das ist meine Vorräte auffüllen. Stimmt, eine große Ehre für euch, gegen den Metallteufel zu kämpfen. So, ich glaube, wir sind bestens ausgerüstet. Ich werde nochmal hier einmal meine Pfeile nachbasteln. Und dann mal los. Der Weg ist eindeutig, wenn man ihn einmal gesehen hat. Durchatmen. Es wird jetzt keine einfache Reise. Da ist Hades. Sehe hier unten Lohe? Sehe ich hier sonst nicht. Ist es der einzige Lohe-Behälter, den ich sehe? Nee, da sind noch mehr. Okay. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Ernsthaft. Ich werde die hier festbinden. Die da gehört dir. Rotbringer, da drüben. Ein Rotbringer? Dammit. Ja, das passt mir doch. Oder auch nicht. Moment, das sind doch die Lohe-Kanister. Die bringen mir da noch nicht sehr viel. Schieß nicht auf mich, schieß auf die anderen. Die anderen sind mindestens genauso gefährlich wie ich. Wenn nicht sogar noch gefährlicher. Ich bin nur toll wegen meiner geilen Rüstung, die ich gefunden habe. Nee. Erstmal auf die Dinger hier feuern. Weil die unteren Geschütztürme viel gefährlicher sind. Sehr gut. So lobe ich mir das. Nee. Weg hier und nachgebaut. Einmal ganz kurz abwarten. So, jetzt kann die Show weitergehen. Schießen wir jetzt hin. Genau. Kümmert euch um die kleinen. Wow. Und so geht's so um die kleinen.
hat weh. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, gut, okay. Der Zeit, die mir noch bleibt, kann ich es schaffen. Hey Leute, der Schrotthaufen ist hinter dir her. Okay, welcher? Da kommt er. Welcher Schrotthaufen? Einer den großen? Eben kurz ein bisschen Gras schlucken. Jawohl, ein Geschütz weg. Und hier ist nochmal ein bisschen Flugzeug zum Einsammeln. Schön, dass die Leichen der anderen, die gerade noch Bonis geben. Raketen sind nicht cool. Au. Ach, fuck. Oh, sweet.
war irgendwie fail. Wo liegt denn jetzt gerade lang? Uff. Dina ist tot. Jetzt kommt der Meister. Ja, aber vorher rupfe ich mir noch mal ein paar Pflanzen. Na, das gefällt mir nicht. Aber er ist noch nicht oben angekommen. Ich glaube, wir haben echt noch die Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Systembedrohung. Ich bin mehr als eine Bedrohung. Moment, lösche Hades? Einfach nur mit Dreieck drücken? Ernsthaft? Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Okay, Gaia. Tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage. Wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage. Was hat sie gesagt?
Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elizabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elizabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Oh boy. Das war Horizon Zero Dawn. Grandios. Absolut grandios. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es tut mir irgendwie ein bisschen dolle selber weh, dass ich dieses Projekt eigentlich mal angefangen und dann so lange liegen gelassen habe. Und mittlerweile denke ich halt, warum? Ich habe sowas von etwas verpasst. Das ist Wahnsinn. Hui. Ja, das war ein unglaublich langer Stream. Und es war aber auch ein gar nicht so kleines Projekt. Es gibt natürlich noch eine ganze andere Menge zu tun. Viel zu suchen, viel zu sammeln. Aber nichts, was mich persönlich an solchen Spielen reizt, muss ich leider ehrlich gestehen. 100% Runs sind eine coole Sache. Aber dafür reicht mir halt eben selber die Geduld nie. Ich finde, wir haben schon ziemlich viel mitgenommen, außer den Sidequests. Aber sind dafür unglaublich weit gekommen. Und ja, gerne würde ich wissen, wie es mit dieser Welt jetzt weitergeht. Das verlorene Wissen, was dieser Penner von Pharaoh verpulvert hat. Keine Ahnung, was man davon halten soll. Aber ich sag mal, es macht auch auf eine gewisse Art und Weise stutzig. Es ist schon so ein Stück weit Science Fiction, würde ich fast behaupten. Und eher ein Endzeitspiel. Es ist begeistert. Also es ist echt begeisternd. Ich weiß nicht, ich kann dazu gar nicht so viel sagen.
Es war schön, dass ihr mich während des gesamten Let's Plays begleitet habt, auch die Leute im Stream und natürlich ihr auch bei YouTube, die das leider mit ein paar Tagen Verzögerung sehen werden. Aber ihr bekommt auf jeden Fall dafür einen Daumen hoch. Ich hoffe, ich bekomme von euch auch einen. Und ihr hattet hoffentlich auch eine ganze Menge Spaß. Habt häufiger mal eure Hand ins Gesicht geklatscht und gesagt, meine Güte, ist der Typ doof. Oder so. Ja, im Grunde wartet noch ein DLC auf uns. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, was uns dort erwarten wird. Vielleicht, ich weiß nicht, spiele ich es? Spiele ich es nicht? Ich denke schon. Kommt drauf an. Das DLC ist... Keine Ahnung. Also bis Meridian kannte ich dieses Spiel. Also bis wir das erste Mal Meridian betreten haben, kannte ich dieses Spiel. Und fand es eigentlich damals halt eben schon mega geil. Und ich könnte mir echt selber in den Popo beißen, dafür, dass ich es nicht weitergespielt habe, als es gerade noch brandaktuell war. Aber auch wenn es nicht mehr brandaktuell ist, ist es immer noch geil. Und ich weiß auch nicht. Genießen wir gemeinsam diese Brutstätte hier. Es ist einfach nur beeindruckend. Ja, das stimmt schon. Eigentlich müsste ich das DLC spielen und ich werde das DLC spielen, ganz im Ernst. Also, nach so einem Game, das schreit ja förmlich nach Fortsetzung. Ich will mehr davon. Das ist Wahnsinn. Kaum zu glauben. Das Lustige an der Sache war, ich glaube, dieses Spiel selber wurde damals von einem Indie-Entwickler erstellt, hatte aber ein so hohes Potenzial, dass Sony das aufgekauft hat oder so. Auf jeden Fall war das ein ziemlich kleines Entwicklungsstudio, was dahinter saß. Und das, was sie dafür gemacht haben. Okay, die Animationen sahen manchmal nicht ganz so akkurat aus, muss man zugeben. Die Synchronisation passt nicht zur Lippenbewegung. Auch so zum Schluss, dieses Grinsen von Aloy war alles andere als glücklich, sondern das war halt eben so, als ob jemand eine Pistole an den Kopf hält und sagt, grins, sei glücklich, freu dich. Aber trotz allem hat dieses Spiel eine unglaublich gute Stimmung aufgebaut. Die Story war auf so vielen Ebenen, die lief auf so vielen Ebenen, das ist der Hammer. Dieses Heranforschen, im Dunkeln tappen, neue Hinweise bekommen und daraus dann ein gesamtes zusammenstricken. Ah, herrlich. Einfach nur herrlich. Und ich bin unglaublich glücklich darüber, genau das jetzt auch so quasi einmal erlebt zu haben, dieses wundervolle Spiel, dieses wundervolle Spiel. Und es fuchst mich immer noch ein bisschen mit der letzten, mit dem letzten, wie heißt es, mit der letzten Brutstätte, die ich nicht gefunden habe. Irgendwie will ich diese Brutstätte finden. Noch ein Grund, warum ich unbedingt das DLC spielen muss. Vielleicht finden wir dort diese Brutstätte. Dann irgendwann. Auf jeden Fall werde ich nochmal nachschauen.
Ebenso wie hier mit der Rüstung. Und die Rüstung ist nur ein Teil. Da gibt es sicherlich mehr. Es gibt sicherlich noch den besten Bogen, die beste Spitzhacke und hast du nicht gesehen. Ui. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich gleich machen werde erstmal. Ich werde gleich erstmal ganz getrost eine Runde pennen gehen. Es ist nämlich schon 3:30 und selbst meine Freundin ist schon vor 3 Stunden oder so ins Bett gegangen. Und dann werde ich erstmal eine Runde heulen, weil das ein so schönes Ende ist. Also es schließt einfach alles ab, das muss man halt eben einfach mal wirklich sagen. Es ist nicht sonderlich groß Offenes bei der Sache. Das Einzige, was offen ist, ist halt Silence, aber auch der hat halt eben viel dazu gesagt. Was mich jetzt halt eben echt nur interessieren würde, ist, wie wird es jetzt mit der Menschheit weitergehen? Werden sie ihre Fehler nochmal tun oder nehmen sie diesen Start wahr? Diesen Neustart, der vielleicht nicht mal zum ersten Mal, sondern vielleicht sogar schon zum 10. Mal stattgefunden hat. Ich meine, das sind fast 1000 Jahre, die zwischen Zero Day und jetzt spielt. Danke nicht nur, ich danke euch für dieses Spiel, aber es ist nett, dass ihr noch ein Dankeschön hinterher werft. Ja. The Frozen Wilds? Das ist doch gar nicht, das ist doch The Frozen Wilds, das ist doch das DLC. Na gut, wir lassen das hier einfach laufen. Ihr dürft euch noch diese gesamten Credits angucken. Ich lehne mich einfach zurück und entspanne ein bisschen. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern, fürs Spaß haben. Wie gesagt, vergesst nicht den Daumen nach oben zu packen, den Kanal meinen YouTube-Kanal zu abonnieren oder auch mein Twitch-Kanal zu followen und alles, was dazugehört, mit Daumen, mit, mit Discord, was ich euch gerne nochmal kurz einfach mal einblenden lasse. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Und, ja, vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Was auch immer es sein mag, vermutlich das DLC, ich bin mir noch nicht sicher. Aber lasst euch überraschen. Bis bald.
Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du? Tja, fangen wir an.